hier vom Preemptive-Schlag. Ja, hier werde ich aktiv, bevor der Aggressor seinen Plan ausführen kann, den er aber schon durch Körpersprache mir signalisiert. Das heißt durch aggressive Haltung, Gewichtsverlagerung, vielleicht für einen Schlag. Hier komme ich einfach diesem Schlag zuvor und schlag ganz einfach zuerst zu und nutze dann die Möglichkeit zu flüchten. Es wird gerne in vielen Filmen oder auch in irgendwelchen YouTube-Videos suggeriert, man kommt aus einer Messerbedrohung unbeschadet raus. Das ist schlichtweg einfach eine Illusion. Die Frage ist bloß, was für Verletzungen trage ich davon? Und hier gilt es natürlich eine Schadensminimierung und aus der Situation so schnell wie möglich rauszukommen. Ich kann aus dieser Situation aber erst rauskommen, indem ich die Sache auch kontrolliere. Hier ist ganz klar die Reihenfolge: Waffenerkennung, Abwehr, Kontrolle der Waffe, dann Schädigung des Aggressors, weil wenn ich die Waffe nicht kontrolliere, kann ich den Aggressor auch nicht schädigen, da schädigt er mich. Und erst nach dieser Schädigung, um mir ein Fluchtfenster zu erarbeiten, aus dieser Situation zu flüchten. Das Ganze kann man natürlich statisch trainieren, ist aber in der Realität dann so nicht umsetzbar. Hier heißt es wirklich auch in der Dynamik arbeiten und nur durch kleine, kurze Szenarien das Ganze durchzuarbeiten.